So, jetzt haben wir ja genug berichtet aus dem Pokerturnier. Ich bin ja leider auch ausgeschieden. Naja, kann ja passieren. Ne? Was können wir jetzt noch machen? Jetzt geht's los hier an der Disco-Meile natürlich. Hier direkt vor dem Bierkönig. Und jetzt werden wir Julian Herold noch treffen. Wir machen ein kleines Interview, nämlich geht genau da hinten am Riesenrad. So, es gibt ja natürlich beim Pokern, es gibt ja auch immer Sidebets. Ne? Und jetzt habe ich Julian schon getroffen hier. Servus Julian. Zufällig gerade, ja. Hallo. Julian, da gibt es ein very exciting Riesenrad. Ja. Traust du dich? Trauen schon, ja, aber... Wer zahlt? Das werden wir uns jetzt ausmachen. Wir werden nämlich jetzt ein bisschen Dosen schießen hier. Und zwar, ja, wie viele Bälle hat man? Hi. Hello. Sprichst du Deutsch? Only a little. Okay, we wanna shoot, we too. Is okay? Okay. What's your name? Javor. Yeah. Javor. So, we just take one? Yeah, with four balls. I take the Barbie one. Down all the cans. You okay. Me this, okay? Okay. That's good. Okay. Pussy. Yeah, baby. Moment, ich nehm Winnie Pooh. Oh, scheiße. Ja, das kann er, ne? Autsch! Ja. Konzentrier dich! Ich geh ein bisschen weiter vor, ha? Eine brauchst du noch. Ich hab noch einen Ball. Noch einen. Sieh, ich hab aufgehoben, du hast zweimal geschossen. Achtung! Easy Game. Okay, aber wer hat gewonnen? Er hat gewonnen. Du zahlst, sehr gut. Also, auf zum Riesenrad, wir sind dabei. So Julian, vielen Dank. Ich habe auch noch ein schönes Präsent gewonnen übrigens. Ja, passt zu dir, ja. Passt zu mir, ne? So, irgendwas hat eine Ähnlichkeit. Die Nase ist es, würde ich mal sagen. Ganz klassisch. Julian, jetzt sind wir hier in dieser wunderschönen, in dem wunderschönen Gebiet da, in diesem tollen, ist ganz schön laut darin übrigens, ne? Das ist Disco. Ja, Disco. Ah, da unten ist Disco. Ja, da gehen wir gleich noch hin. Da gibt es sicher wieder eine Aktion. Trink 2, Zahl 1, ne? Oder manchmal sogar 3 für 1, ja. 3 für 1. Ja, was ich jetzt fragen wollte, Julian, ich meine, du bist doch schon lange dabei, auch bei 770 als Pro und bist bei der Mega Poker Series auch mit gut dabei immer. Und wie kannst du jetzt unseren Zuschauern sagen, wie kommt man am besten zur MPS, wie zum Beispiel in diese traumhafte Location hier? Na, am allerbesten einfach online qualifizieren. Jeden Sonntag gibt es einen Hauptsatellite für 95 plus 5. Das sind 100 Euro Bayern, dann kann man noch Rebuy Add-on machen, dann ist man vielleicht bei dem Satellite auf 125, 150, je nachdem, wie viel man einsetzen möchte. Man kann auch kleine Satellites dafür spielen, ab 1 Dollar oder ab 1 Euro. Und dann kann man sich die Token erspielen fürs Hauptsatellite. Und das ist dann automatisch, also jetzt geht es gleich wieder weiter, oder sind jetzt auch noch Satellites, jetzt auch nach der MPS hier? Die laufen immer gleich weiter für den nächsten Stop, immer 6 bis 8 Wochen Satellites zwischen allen Stops. Und dann kann man ein Package gewinnen für 1500 Euro für den nächsten Stop. Okay. Jetzt haben wir dabei gehabt 5-Sterne-Hotel, die Flüge, was auch einiges kosten. Dann ist noch ein Freeroll dabei am letzten Tag. Und natürlich das. Ist auch noch dabei? Dann natürlich das Main Event Buy-in. Was gibt es bei diesem Freeroll noch? Da gibt es nochmal 2 oder 3 Packages fürs nächste Event, einfach gratis. Von uns zur Verfügung gestellt und da spielen eben alle Qualifier mit und alle Freunde und Bekannte, was hier extra für das Event anreisen. Es sind dann vielleicht so nochmal 60, 70 Leute für 3 Packages. Ist ja auch nicht zu verachten. Ja? Das wird ganz schön schnell jetzt so, ne? Ein bisschen schlecht wird man schon, muss ich sagen. Ja, und wenn man jetzt, sagen wir, ich meine, das kostet ja doch, und du hast ja die Steps kann man machen, aber wie jetzt generell würdest du jetzt jemanden, der das Pokern anfängt, empfehlen, zum Beispiel auf 770, wie kann man jetzt da seine Bankroll aufbauen grundsätzlich? Anfängern in der heutigen Zeit würde ich eher empfehlen, auf Sittenkurs zu gehen oder auf kleine Turniere, halt bis 15 Euro Einsatz, was man sich halt je nachdem leisten kann, mit wie viel Geld man starten möchte. Einfach ein bisschen weiterbilden, bevor man seine ersten Hände spielt, mal alles, die Grundbegriffe natürlich und dann auch von ein bisschen erfahrenen Spielern, da ist ja viel Content zu finden mittlerweile online. Ja. Und dann einfach gutes Push-and-Fold-Game lernen und dann einfach mal auf 1 Euro oder 2 Euro Sit-and-Goes sein Glück probieren. Und natürlich ein bisschen live nebenbei, wenn es auch geht, gibt es eh im lokalen Casinos zu Hause, gibt es ja immer genug.
wo es einmal für billiges Geld, wo man ein bisschen live sich austesten kann. Ne? Dass man ein bisschen das Pokerface, machen wir der Pokerface. Man kann ja auch meistens live schon für einen Zehner ab und zu Turniere spielen, zum Beispiel in Wien oder wo auch immer in Live-Casinos. Ja? Ja, dann hoffen wir mal, dass wir das jetzt hier noch überleben, weil jetzt stehen wir da schon eine Zeit. Hoffentlich funktioniert das Ding noch länger. Was machen wir heute noch? Gehen wir noch ein bisschen weg heute? Ja, ich spiele vielleicht das Side-Event noch, aber kann man ja kurzfristig jetzt dann entscheiden. Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen Shopping gehen, denn wenn wir hier jetzt rüber schauen, da ist nämlich noch eine ziemlich lange Shoppingmeile daneben dem Pool und ein Haufen schöne Bars. Und da werden wir jetzt noch ein bisschen erkundigen, was es hier noch so alles gibt. Und wir werden nur die eine oder andere Sache da ein bisschen einkaufen können. Ist ja relativ günstig hier. Unser Hotel ist auch gerade im Bild. Ja. Das 5-Sterne-Hotel International in Varna. Mit Casino im ersten Stock gleich. Alles war super professionell. Man sieht selten bei Turnieren dieser Größenordnung, dass Hotels wie diese dabei sind. Ja. Das ist richtig. Ich fühle mich richtig wohl hier und ich freue mich schon, wenn das nächste Mal wieder hier ist. Weiß man schon was über den nächsten Stopp? Wird jetzt im Laufe der Woche von Alex Häufel dann bekannt gegeben, wie immer. Super. Dann freue ich mich drauf und ich wünsche dir viel Glück bei deinem Side-Event und ich gehe jetzt ein bisschen shoppen. Alles klar, danke dir. Komm hin, komm hin, komm hin. Oh. Plötzlich kommt er daher geschossen. Oh oh! Es schaut klein aus, diese Autoscooter. Und diese Kinder, ja, die haben ganz schön Gas gegeben. Und sagen, Julian war gar nicht so das Problem. Der ist jetzt weg schon zum Side-Event. Und ich glaube, hey James, wir gehen jetzt noch was trinken, oder? Geh mal in den Bierkönig. Jawohl, gehen wir auf unseren Sangria. Komm mit, wir gehen auf unseren Sangria. So, genug getrunken, Jungs. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Zusammen, ihr Säcke! Oh. Ciao, Jungs, macht's gut! Oh. Jetzt gehen wir noch ein bisschen Shopping und dann machen wir Ende, weil ich kann nicht mehr. So, Cem, bist du noch dabei? Geht's dir noch gut? Ja, super. Also, gehen wir auf zur Shoppingmeile. Wenn man hier nicht alles trifft, ne? Man trifft sogar hier meinen Freund Pelé. Pelé, wer gewinnt dieses Jahr die Weltmeisterschaften? Brasilien, okay. Deutschland wird gewinnen, sorry. Ne? Ja, Pelé halt. Ne? So, Shopping ist auch anstrengend, aber super günstig. Natürlich gibt es auch eher ein paar Marken, wie soll man sagen, die es ein bisschen günstiger gibt wie zu Hause. Ne? So Sonnenbrillen und ein paar T-Shirts und ein paar Taschen. Aber da kann man was mitbringen für die Freunde zu Hause. Ich bin fertig. Das Bier hat mich fertig gemacht im Bierkönig und ich glaube, wir haben heute genug erlebt. Und wir sehen uns morgen wieder in Tag 3 beim Pokerturnier und ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht.